Die Wirbelsäule benötigt Druck und Zug. Eine wunderbare Übung, um die Wirbelsäule zu entlasten, also eine Dekompression hinzubekommen, ist der sogenannte Hüftbeuger-Stretch. Der Hüftbeuger, genannt Iliopsoas, ist ein Muskel, der zieht an der Lendenwirbelsäule vorne hinunter und hat häufig sehr viel Spannung. Mit der Übung hier, Po-Spannung, Hüfte nach vorne schieben und aufgerichtet bleiben, schaffen wir es, eine Dekompression hinzubekommen, den Hüftbeuger aufzudehnen und Entlastung hineinzubekommen in die Lendenwirbelsäule. Die Übung machen wir 2 bis 3 Minuten pro Seite. Immer auch in eine richtig intensive Dehnung reingehen und die Po-Spannung muss permanent gewährleistet sein.